einem kleinen roten Backsteinhaus in Wismar befindet sich seit dem 5. Januar das Öxl-Café. Inhaber ist der bekannte Wismarer Musiker Viktor Manitz alias Öxl. Schließ hinter dir die Tür und schmeiß die Schlösser weg. Das Café ist klein, aber fein. Es punktet mit einem regionalen und frischen Angebot. Sandwiches, Smoothies und Kaffeespezialitäten. Gerne auch mit Hafermilch. Gesund, biologisch und nachhaltig soll es sein. Ich greife nach deiner Hand. Komm mit, ich weiß voran. Die Idee hatte Viktor Manitz bereits während der Corona-Pandemie. Und ich träume von ausverkauften Stadien. Jetzt, wo wenig Auftritte waren während Corona oder gar keine, was könnten wir noch oder was kann ich auch mit diesem Öxl noch weiter ausbauen? Und da ist quasi die Idee entstanden, gesunde Ernährung, was Frisches auch hier in Wismar reinzubringen. Seit der Musiker 2016 an Krebs erkrankt ist, spielt für ihn gesunde und ausgewogene Ernährung eine wichtige Rolle. Wir dürfen nie vergessen, wer wir sind. Und nie vergessen, wer wir waren. Alle Produkte sind zum Mitnehmen. Für Sitzplätze im Café ist kein Platz. Dafür hat der junge Unternehmer jedoch auch schon eine Lösung parat. Wir haben dann ab dem Frühjahr draußen eine Sonnenterrasse, wo wir dann auch Gäste, die sich hinsetzen wollen, bedienen können. Und natürlich auch Lieferservices, wenn Leute, beziehungsweise die Vorbestellung, wenn Leute sagen, ich bin um 12 Uhr mittags hier. Damit versuchen wir quasi aus diesem relativ kleinen Laden trotzdem so viele Leute wie möglich bedienen zu können. Aktuell beschäftigt Viktor Manitz keine Angestellten. Unterstützung bekommt er durch Mutter Katrin. Viktor Manitz sucht jedoch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit er ab April wieder seiner Musik nachgehen kann. Viktor erhofft sich, durch das Café Leben in die Hansestadt zu bekommen. Geplant sind deswegen auch kleine Konzerte und Veranstaltungen. Der Musiker möchte das Kulturangebot der Stadt erweitern. Das Café ist für Viktor Manitz ein zweites Standbein. Seine Musik wird jedoch immer an erster Stelle stehen.